Leute, was geht ab? Eurem Start und herzlich willkommen zu einer neuen Versuche nicht zu lachen, zusammen mit Danergy aus hier. Yo, was geht, Mann? Heute, wer lacht, muss seine Pickel ausdrücken, oder? Digga, Junge. Dann sitzt du wahrscheinlich 2 Stunden dran. Guck mal, er ist so ein ehrenloser Hund, ne? Das Ding ist, Freunde, ihr seht schon, passend zum neuen Jahr. Ich bin wieder in die Pubertät gekommen, richtig coole Sache. Ich habe auch tatsächlich aktuell... Kennst du das, wenn du auch ohne Filter jetzt, oder? Ja, aber... Okay. Glow up. Es ist ein Filter drauf, damit ihr es nicht seht. Ich blende euch mal Bilder ein, wie es gerade bei mir aussieht. Komplett Katastrophe. Aber passend zu Pubertät. Ich habe auch so, kennst du das, wenn es unten rum kribbelt? Nee. Man hat irgendwie Bock so auf so, was Erwachsene halt machen, verstehst du's? Ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst. Hast du das nicht in der Pubertät? Nee. Digga, seitdem ich jetzt in der Pubertät bin, habe ich richtig Bock, deine Mutter zu Guck mal, wie du redest, Junge! Digga, als ob ich was dafür kann! Aber egal, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht einfach rum. Ein Like, ein Mitleid für mich und meine Haut. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Wer lacht, ist ein richtiger Hund. Wenn du lachst, kriegst du genauso viele Pickel wie ich. Willst du das? Wir starten rein, let's go. Junge, guck mal, das Ding ist, ich nehme die ganze Zeit nur noch Minecraft auf. Ich habe so Bock auf nicht lachen jetzt. Junge, ich werde durchziehen. Ich werde nicht lachen, okay? So, wir machen, wer lacht, muss ich die Augenbrauen abrasieren. Ja, okay, Bruder, mach mal direkt alles rasieren. Ey, nächste Folge machen wir, wer lacht, muss ich die Augenbrauen wegrasieren. Okay. Handschlag. Oh mein Gott, ohne Augenbrauen, ja, Mann. Halt dein... Psst, guck hin jetzt. Zum Glück konnte sie diese Torbe wieder freilassen. Chou, de Saint-Rolé. Oh, Franzose. Hä? Oh, je pleuré. Ja gut. Wer hier lacht, wird 100% in die Hölle kommen. Oh ne. Ich calle, du wirst lachen. Ich calle, wenn ich den Clip schon sehe. Warte, egal was. Nee, ich lach nicht, ganz einfach. 100% in die Hölle kommen. And here is Master of Germany, his first attempt in the javelin in the Ja, gut. War gar nicht lustig, Digga. Also alle Clash Royale-Spieler wissen genau, was abgeht. Der war schon hart. Okay, im Gym. Eine Szene, die du jetzt persönlich ja nicht so kennst. Es ist okay, wir haben es verstanden. Wenn er... Was? Ey, das hab ich... Digga, Junge. Was ist das? Ey, Bruder, bitte. Also, nein, Mann. Ah, Junge. Wenn er erfährt, dass er als nächstes heiraten muss. Oh, Brautstrauß. Run. Und ciao, Junge. Die arme Oma hat ein bisschen gebraucht, bis sie es checkt. I'm looking at my phone. What's this? Wenn mein Handy wieder Unsinn hängt. Junge, ja. Handy, Junge, was soll das auch? Oha, Alter, Junge. Sie macht direkt so ein Hayuken, Digga. Sie holt sich die Power von so ganz oben und schlägt immer so. Was macht sie da für einen Karate-Move, Digga? Bro, warum, Junge? Schweden möchte bis 2024 das erste Land werden, in dem es nur noch Kartenzahlung gibt. Ich, der seinen Code vergessen hat auf einem öffentlichen WC. Insert cash or select payment type. Use pin pad to complete transaction. Stell dir mal vor, Digga. In Köln City. Meine Cousins, die gehen Hotel suchen, alle aufgeteilt. Wir zwei alleine hier irgendwo auf der Straße. Ich guck auf Balkon, ein Pferd nach dem. Hab ich schon mal gesehen, glaube ich. Was ist das für eine Lache? Bruder, ich... Warum ist da ein Pferd auf dem Balkon? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, das aber Digga. Das macht gar keinen Sinn. Digga. So lost. Oh, Junge, meine Augen. Okay, was zum Teufel ist das für eine Lache? Google is an attractive but unintelligent or frivolous young woman. Ich warte mal. Das ist gar nicht mehr. Intelligent or frivolous young woman. Tschüss, Alter. Yo.
Oh, oh. Stimmt. Einfach Call of Duty. Aber krass, Digga. Kam dein Dad damit jetzt erst in Hype oder war das schon früher? Ja, er hat das als Training benutzt für seinen Bauch. Ah, okay. Weiß. Ja, wollte ich nur mal wissen gerade, weil... Cool. Krass. Geburt seines Kindes. Ja, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Das bin einfach ich, Digga. Er zockt Warzone oder MW2 sogar während seiner... Ich schwör's dir, ich seh dich da sowas von. Das Baby kommt! Ich warte, lass Kill 6, dann bin ich fertig. Wir wissen ganz genau, dass der Bruder am ist. Oha. Oh, sie schreiben wahrscheinlich so einen Riesentext. Sie hat so einen Riesentext geschrieben. Guck dir das an. Und ich wette, der Typ schreibt okay oder so. Oh mein Gott. Real Talk, Freunde, wenn ihr da draußen eine Freundin habt und ihr so einen Text bekommt, ihr wisst schon, ist schon vorbei. Egal Alina was, der Tag ist gelaufen, Freunde. Was? Alina hat mir auch echt lange Texte geschrieben, als sie, lass uns nicht darüber reden, Mann. Guck mal, reden, dass du fette Pickel im Gesicht hast, Mann. Ja, das ist wirklich so. Er ist so ein ehrenloser Hund. Auto hat eine gute Qualität. Volkswagen. Das Auto. Das Auto. Der Arme stirbt da draußen fast vor Hunger. Sure, it's not mine. Oha, Junge, der arme Junge. Der arme Junge, Bruder, gib doch was ab. Yo, Bro, mach mal Seiten auf Klopapierhalterung. Ja, wahrscheinlich. Er hat einfach Klopapierhalterung. Okay, Freunde, weiter geht's. Was ist das, Junge? Wenn ich das schon sehe. Ah, ja! Wow. Hey. Eine Katze. Er scheißt komplett drauf. Help me! Erstmal ein Flip, Digga. Er macht einen Kickflip. Also ein Kickflip. Er zückt ihn nix. Und Digga, alles fällt runter. Und er denkt sich, oh, er ist einfach noch flippity-flip. Oh. Oha, Junge. Oha. Digga. Krass, aber. Oh, er will aufmachen, genau in dem Loch. Oha. Die Präzision habe ich sonst nur bei deiner Mom, Mann. Du Kleider. Guck mal. Okay. Nee, ich hab gepasst. Hey, warum hat der Lichtschalter für Sinn? Oh, bro. Pizza. Ah, ne, ist keine Pizza. Oh, ja. Oh, Mann! Oh, Bro. Warum, Digga? Wenn sowas passiert, ne? Ah. Das macht gar keinen Sinn. Ich schwöre, das ist so richtige Katzenlogik. Einfach überall reinbeißen. Egal was ist, wir beißen einfach rein, Mann. Okay, der nächste. Wenn es im Winter zu kalt ist und Heizung nicht klappt. Ich schwöre, das bin ich, Digga. Bro. Okay. Er macht sich Cornflakes wahrscheinlich. Warum erstmal Milch, Bro? Erstmal Cornflakes. Bro, warum, Junge? Das ist so eine Essensverschwendung. Erstens das und zweitens macht mich übel aggressiv sowas. Oh mein Gott. Und Digga, er hat Milch und dann Cornflakes. Aber erst da geht's eh schon los, ne? Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Cornflakes zuerst Cornflakes, dann Milch oder erst Milch und dann Cornflakes. Alle, die zuerst Milch reinmachen, bitte, bitte deabonniert meinen Kanal, Junge. Verstehe ich nicht in die Menschen. Geht nicht. Okay. Wow, Junge. Okay. Tupidoo. Lol. Digga. Das Krankenhaus kann ich nur empfehlen, Digga. Der Arme. Hat so Gehirnerschütterung, musst du im Krankenhaus bleiben. Neben dem. Keine Ahnung, flexen die ein Fenster auf. Mädel auf. Ey, das ist ehrenlos, Mann. Woke up in the middle. Wenn ich das schon sehe. Wow, oha. Yo. Those are some hot dogs. Oha. Hot dogs. Oha. Sie läuft weg von ihm. Bruh. Ist dir auch mal passiert? Eben, Mann, Digga, als bei deiner Mama. Wollte ich schon sagen, war aber ein guter Joke, weil als ob du dich so bewegen kannst. Bro.
Das könnte ein deutscher Clip sein, vom Haus her. Okay. Nein, nein. Ey, Bruder, ich hab's schon gesehen. Ich warum? Warum, Junge? Oh. Digga, der hat seine ganze Kraft genutzt. Okay, okay, Freunde. Jerry, einfach geradeaus weiter. Go so fast, as fast as you can. Like, run, run, and then stand up. Ist er dumm? Ist er dumm? Ist er dumm? Kurz mal hinspringen. Oh, touch mir, dass ich selber. Gas. Hä, warum ging das kaputt? Wen suchen die? Jay Silver? Achso, der hat gesagt, dein Uber ist hier. Okay, der Weihnachtsmann. Was ist seine Mission? Meistens durch so Filme oder so. Ja. What? Hä? Der hat Weizenglas dabei. Wie gut. Oh, jetzt dein Vater. Ja, Mann! Okay, Bowling. Okay. Was sind das? Bro. Oha. Oha! Oha! Yo! Digga, das ist doch dein Vater! Was machen die? Bro, das ist auf TikTok. Die spenden sich Rosen! Ja, und er hat halt mit diesem Dings. Bro, passiert, das ist ja insane schlau. Heftig. Ui. Ja, Bro, flieg weg, das macht keinen Sinn. Wow, okay, was denkst du, was geht zuerst kaputt? Flasche oder Eis? Flasche. Ich sag Eis. O. Right. H. Schulclip. Wow, wie süß. I know I'm not fucking that high. Look at this shit. Digga, wer ist das? Jerry und Jackson, Digga, die fahren jetzt los, Mann. Jerry und Jackson. Warum ist da eine Ziege? Wow. Digga. Oh. Das bin ich einfach bei deiner Hochzeit. Bro, das war smooth. Achso, ja, du wirst nicht eingeladen, by the way, also. Ja, vielleicht kann ich dir bis zur Hochzeit es schaffen, dir eine Gesichtspflege zu schenken. Guck mal, erst, Junge, du bist so ein Ehrenloser. Bin ich dann eingeladen? Ne? Alter. Junge, ich habe diese Taco-Challenge, by the way, nie verstanden. Was bringt dir das? Was machen die Leute? Junge. Guck mal, was willst du? Digga, du hast meine Mutter und meinen Vater ganz einfach beleidigt. Junge, ich liebe deine Mutter. Was für beleidigt, Digga. Der redet, Junge. Da bin ich reingegangen, die Christina. Ich wollte es gerade auch sagen. Ja, was ist das denn? Hey, here we go. Nein, das ist die Abmod jetzt. Happy New Year. Kurz geht raus an Unusual Memes und Baba Memes, Freunde. Anyway, ja, it's getting late. Oha, wie süß. Das ist einfach eine Mini-Eule, ne? Cool, Mann. Ja, Mann. Okay, Mann. Schön, wir lassen Mann. Das jetzt. Freunde, ich würde sagen, das war's in dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut bei Dandy vorbei und schaut bei Baba Memes und Unusual Videos vorbei. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und rausgedrückt. Guck mal. Schreibt mal die Kommentare, wenn ihr das ehrenlos findet. Ich habe psychische Probleme damit, Bro. Wow, mein Selbstbewusstsein ist ja... Wir nehmen auf und du machst den hier. Alles gut, Digga. Mach mal einfach. Ich sag dir eine Sache, ich werde mich den ganzen Abend in den Armen von Vio ausheulen. Oh, if you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm alright.